Was geht ab, Jungs? Herzlich willkommen zu einem klitzekleinen Video mal wieder auf dem Kanälchen. Ist ja schon wieder lang her. Und ja, eigentlich öffnen wir nur meinen Player-Pick von der Weekend League. Hab Silber 1 geholt. Also, bis dahin gespielt hat er nicht alle Spiele gemacht. Ja, wir picken den Codes, den Shitty Inform. Ich weiß übrigens sein, nicht mal, wer im Team of the Week ist. Ich habe es mir gerade nicht mal angeguckt, aber wir jumpen direkt rein, würde ich sagen. Das ist gar nicht so schlecht. 89er Navas? Damit kann ich leben. Wie groß ist denn der? 1,85 nur. Okay, der ist nicht wirklich spielbar dieses Jahr, aber 89 ist ordentlich, Ich will mich nicht beschweren. Ich meine, können wir mal ganz kurz einen Blick auf mein Team werfen. Nein, das ist nicht mein Team, das ist das Erebliese-Team für die Squad-Battles-Dinger da, für Icon-Swap. Hier, das ist mein Team. Und ja, hab den Butrageno aus dem Baby-Item-Pack gezogen, ist ziemlich nice. Und sonst spiele ich in-game halt 4-2-2-2. So, mit Deulofeu und PP auf den Flügeln. PP würde ich dann irgendwann noch austauschen für irgendeinen Road to the Final Europa League aus Spanien. Ich habe den Namen vergessen. Ich glaube, von Real Sociedad ist der. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie er heißt. Auf jeden Fall packe ich den dann noch rein. Ja, sonst im Tor, ne? Alisson. Nicht Pope, weil... Ja, ich bin halt nicht komisch. Ich habe ihn auch ein paar Spiele gespielt, aber er hat mich jetzt nicht so krass überzeugt, muss ich zugeben. Aber ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit meinem Team, wenn dann halt, ne? Hier den rechten Flügel muss ich mal zeitnah austauschen. Und dann geht es eigentlich schon dran, ja, Special Cards zu holen. Deswegen bin ich auch sehr gespannt aufs Team of the Year und spare extra für euch meine ganzen Packs auf, die ich hier immer kriege. Also ich habe hier von, ja, nur mal ein Goldspieler-Pack oder ein Gold-Pack, ist hier glaube ich auch noch bei, geht es hoch bis zu 100k-Packs, also da sollte ordentlich was rauskommen, Jungs, könnt ihr euch drauf freuen. Ich habe natürlich auch dieses 83er Plus-Ding gemacht, weil da sollte dann auch was ganz Gutes rauskommen, denke ich mal. Von daher... Stay tuned fürs Team of the Year. Wir sehen uns dann wieder. Wenn es euch gefallen hat, lassen wir mal einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald, wenn das dann endlich mal rauskommt. Weil, ne, normalerweise kommt es ja früher raus, glaube ich. Aber ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Jungs. Lasst ein Like da und ciao, ciao.